Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Bitte was? Wie kann das denn auf einmal sein? Wieso wussten wir nichts davon? Naja, es hört sich nicht so an, als hätte er es selbst gewusst. Scheint ja alles ziemlich überstürzt gewesen zu sein. Aber er hätte doch wenigstens anrufen können. Naja, bestimmt wusste er selbst nicht genau, was er machen sollte. Und da erschien ihm ein Brief an alle wahrscheinlich am einfachsten. Stell dir vor, er hätte uns alle einzeln angerufen und alles 5-mal erzählen müssen. Das hätte ihn bestimmt total fertig gemacht. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich glaube, das kann keiner von uns. Aber wir sollten uns jetzt Gedanken darüber machen, wie wir ihm am besten helfen können. Er ist schließlich einer unserer besten Freunde. Da hast du recht, Thomas. Hat irgendwer eine gute Idee? Wieso passiert sowas immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet? Ja, wieso? Und was ist überhaupt passiert? Das hört sich ja alles ziemlich dramatisch an. Alles begann mit einem Brief, der eine schockierende Nachricht enthielt. Eine Nachricht mit gravierenden Folgen. Hört also, was am Morgen desselben Tages geschah. Hi Erik, alles okay? Hi Thomas, ja, mir geht's super. Hast du die Hausaufgaben für Mathe gemacht? Ja, aber ich habe die Nummer 2 nicht verstanden. Ich muss Matze später fragen, ob er sie mir erklärt. Aber der ist ja noch nicht da. Tja, ist er wohl wieder zu spät. Komm, lass uns reingehen. Später in der großen Pause auf dem Schulhof. Komisch, dass Matze nicht da ist. Sonst ruft er mich immer vor der Schule an, wenn er krank ist. Vielleicht hat er sich erst schlecht gefühlt, kurz bevor er losgehen wollte. Lass uns nach der Schule bei ihm zu Hause vorbeifahren und nach ihm sehen. Genau so machen sie es. Nach Schulschluss fahren Thomas, Alexander und Erik mit ihren Fahrrädern zu Matzes Haus und klingeln. Keiner da. Ach, dann klingel halt nochmal. Vielleicht hat's keiner gehört. Vielleicht sind sie auch gerade beim Arzt. Irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. Das Haus sieht so verlassen aus. Na, jetzt mach mal halblang. Was soll denn schon passiert sein? Wir könnten höchstens noch am Baumhaus nachsehen. Vielleicht ist er dort. Wenn er nicht krank ist, dann hat er vielleicht Stress mit seinen Eltern und ist zum Baumhaus gegangen. Das könnte sein. Lasst uns hinfahren. Allerdings müssten da nicht wenigstens seine Eltern zu Hause sein? Du hast recht. Die Situation gefällt mir gar nicht. Meint ihr, wir sollen Leni, Anne und Sophie Bescheid sagen? Ich glaube, sie würden sich nur unnötig Sorgen machen. Vielleicht ist das ja alles nur halb so wild und der ist im Baumhaus. Wenn er nicht dort ist, können wir sie ja anrufen und beraten, was zu tun ist. Ja, das finde ich auch. Also los geht's, ab zum Baumhaus. Beim Baumhaus angekommen, klettern Erik, Alex und Thomas schnell die Strickleiter hoch. Mist! Leute, wir haben ein Problem. Niemand hier. Was jetzt? Guck mal, da auf dem Tisch. Ein Brief. Das wird mir langsam ein bisschen ungemütlich, Leute. Los, mach ihn auf und lies vor. Auf dem Briefumschlag steht: An die roten Milane. Ich finde nicht, dass wir ihn ohne die anderen öffnen sollten. Zeig mal her. Okay, das ist definitiv Matzes Schrift. Bist du dir sicher? Oh ja, 100 pro. Ich sitze seit 3 Jahren neben ihm in der Schule und sehe jeden einzelnen Tag diese Krakelschrift. Okay, ich schlage vor, dass wir auch Pitt mit einbeziehen. Irgendwie fühlt sich das Ganze ja ein bisschen zu ernst an. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Lass uns zu Pitt fahren, die Mädchen anrufen und dann den Brief gemeinsam lesen. Gesagt, getan. Eine ganze Stunde später sitzen die roten Milane versammelt um Liesels großen Küchentisch und die Jungs erzählen von ihrer Entdeckung. Okay, ich bin dafür, dass wir, bevor wir irgendwelche Verschwörungstheorien aufstellen, erstmal den Brief lesen. Ziemlich gute Idee. Hört zu. Hallo ihr alle. Ihr wundert euch sicher, was hier vor sich geht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dieses ganze Chaos zu erklären. Aber wenn ihr das hier lest, werde ich in England sein. England? Hä? Was sucht ihr denn in England? Ich weiß, wie verwirrt ihr jetzt alle seid, denn mir geht es genauso. Gestern Abend bekam mein Vater einen Anruf von seinem Chef, der ihm einen ziemlich guten Job in England anbot.
Seine Arbeitsstelle in Stolzach hat ihm schon lange nicht mehr gefallen. Weil er bei dem neuen Job viel mehr Geld verdient und so, hat er das Angebot sofort angenommen. Der Haken daran war allerdings, dass er schon morgen anfangen muss. Deshalb haben meine Eltern sofort einen Flug für uns alle gebucht. Krass. Wieso konnte sein Vater nicht erstmal alleine fliegen? Wartet, das kommt gleich. Ihr fragt euch sicher, warum mein Vater nicht erstmal alleine gegangen ist. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber es hat irgendwas mit der Anmeldung für meine neue Schule zu tun. Meine Mutter sagt, dass wir auf jeden Fall nächstes Wochenende nochmal zurückkommen, um alles zu regeln und die restlichen Sachen zusammenzupacken. Boah, ich bin absolut sprachlos. Und ich erst, armer Matze. Lies weiter, Alex. Ich weiß, dass ich euch hätte anrufen sollen, aber ich war selbst einfach viel zu überrumpelt und verwirrt. Deshalb hielt ich es für die beste Idee, diesen Brief zu schreiben. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Angst ich vor allem habe. Ein fremdes Land, fremde Leute und vor allem eine fremde Sprache. Natürlich haben wir in der Schule ein bisschen was gelernt, aber ob das reichen wird, um Freunde zu finden? Und euch, die roten Milaner, soll ich einfach zurücklassen? Ich kann es gar nicht fassen. Warum ich? Warum jetzt? Wieso lässt Gott sowas zu? Tja, gute Frage, Matze. Ich hoffe, wir sehen uns bald nochmal. Ich kann es gar nicht glauben, dass all das gerade passiert. Ich muss jetzt meinen Koffer packen und werde gleich noch schnell zum Baumhaus fahren, um diesen Brief dorthin zu legen. Ich werde euch ganz doll vermissen. Ihr seid die besten Freunde, die man sich vorstellen kann. Bis hoffentlich ganz bald, euer Matze. PS, ich finde es super, wenn ihr für mich beten würdet. Stell dir vor, er hätte uns alle einzeln angerufen und alles 5-mal erzählen müssen. Das hätte ihn bestimmt total fertig gemacht. Ich kann es immer noch nicht glauben. Jetzt wisst ihr, was passiert ist. Eine Weile lang sitzen die roten Milane still da. Keiner kann so wirklich fassen, dass Matze tatsächlich nach England gezogen ist. Thomas ist der Erste, der das Wort ergreift. Ich glaube, das kann keiner von uns. Aber wir sollten uns jetzt Gedanken darüber machen, wie wir ihm jetzt am besten helfen können. Er ist schließlich einer unserer besten Freunde. Da hast du recht, Thomas. Hat irgendwer eine gute Idee? Wieso passiert so etwas immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet? Auch wenn ich mich nicht gerade wirklich so fühle, glaube ich doch, dass Gott das so geplant hat. Wieso auch immer. Er weiß sicher, was er tut. Meinst du wirklich? Vielleicht hat er auch gerade mal nicht aufgepasst und schwupps. Glaubst du das wirklich? Weiß nicht. Es fühlt sich schon so an. Ich verstehe, was ihr meint, aber wisst ihr, in einer meiner Lieblingsbibelstellen, Jeremia 29, Vers 11 und 12, sagt Gott Folgendes. Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr zu mir betet, will ich euch hören. Wow, das sagt er klipp und klar, dass er alles geplant hat und uns nichts Böses will. Das sollten wir Matze sagen. Stimmt, gute Idee. Wir können ihm den Vers schenken. Auf Englisch, denn er sollte wissen, dass Gott in England genauso da ist wie hier. Ich weiß was. Wir packen ihm ein Päckchen mit Sachen, die ihn entweder an uns und Wickelstadt erinnern oder ihm helfen können, sich in England zu Hause zu fühlen. Anne, das ist eine fantastische Idee. Auch die restlichen roten Milane sind begeistert von Annes Einfall. Also machen sie sich daran, das Überlebenspaket, wie sie es von jetzt an nennen, zu planen. Ich finde, wir sollten ihm eine englische Bibel besorgen und dann den Vers von eben unterstreichen oder so. Gute Idee. Und ein Wörterbuch, um ihm Mut zu machen, auch wirklich in der Bibel zu lesen. Und wir könnten ein Kissen bemalen mit unserem Wappen. Mit Stoffmalstiften natürlich. Ich bin sicher, dass wir Liesel ihr Waffelrezept für diesen Ausnahmefall abschwatzen können. Dann können wir es auf eine schöne Karte schreiben und auch in die Kiste tun. Was haltet ihr von einer schönen Tasse und ein paar Teebeuteln? Und wir brauchen ein Foto von uns allen mit Lotte und mit dem Baumhaus. Wir können auch irgendwas reintun, das ihn ermutigt, neue Freunde zu finden. Ein leeres Bandenbuch vielleicht. Dann kann er eine neue Bande gründen. Die roten Milane sprühen nur so von guten Einfällen. So traurig es auch ist, dass Matze weg ist, sie wollen, dass er sie alle gut in Erinnerung behält. Also stecken sie alle Zeit und Kraft der nächsten Tage in das Projekt
Überlebenspaket. Irgendwie ist es schön zu wissen, dass wir ihm von hier aus helfen können, sich in England einzuleben. Stimmt, und es beruhigt mich zu wissen, dass Gott dabei ist und aufpasst, dass alles genau nach seinem perfekten Plan läuft. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse: Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal: Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung. Bedeutungslos.